Der Grind hört niemals auf. Auf geht's nach London. Chelsea vs. Arsenal, das London Derby. Ich komme! Ich bin angekommen. Es ist so arschkalt hier. Hilfe! Aber Elevate-Hosen sind am Start. Passend dazu die Jordans. Doppelte Jacke und drunter der Get On My Level Zip Hoodie. Ui, holt der Uber-Fahrer mich mit einem 5er BMW ab? I have to go near to Stamford Bridge. Ich habe auf der Fahrt noch nebenbei Barca geguckt. Piqué beendet nämlich nach dem Spiel vorzeitig seine Karriere. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben echt sehr viele vergessen, was für eine Riesenlegende er eigentlich in Barcelona ist. Das ist mein Hotel, Freunde. Wir checken jetzt erstmal hier ein. Hello, good evening. I've got a reservation on Rinas. Oh, nice Aufzug. Let's go, Leute. Boah, ich hab so Bock auf dieses Premier League-Spiel. Ist aber ultra eng hier, das Hotel. Mein Zimmer ist hinter dieser Tür extra. Mann, ey, wie soll ich hier durch? Alter, das geht doch gar nicht. Bin ich echt gespannt, wie groß das Zimmer ist. Oh, ist aber richtig gemütlich. Hier direkt links das Bett. Ist aber auch gar nicht so klein. Also man hat hier schon ein bisschen Platz. Ich muss echt sagen, ich bin extrem überzeugt von dieser Hose. Richtig nice. Sag mal, hier oben, Digga. Ist ein Kühlschrank oder was? Nee, einfach nur ein Regal. Okay, Föhn ist hier. Dann haben wir noch eine kleine Minibar. Oh, aber gar nichts drinnen. Wenigstens gönnen sie Wasser. Ansonsten hier die Aussicht mit Gitter davor bei den Fenstern. Ein bisschen Gefängnischarakter. Hier solche Spiegel, Freunde. Und dann haben wir das Badezimmer. Aber trotzdem alles sehr sauber. Das Hotel ist halt wieder extrem nah an der Stamford Bridge. Ist halt immer am bequemsten so. Und jetzt ist es wieder soweit für den Bed Jump. Oha, endgemütlich, Digga. Richtig weich. Oh, let's go, Digga. Genau, wo ich den Tag gestartet habe. Dembele. Ich gucke jetzt Barca zu Ende, Freunde. Und danach fahren wir noch in die Stadt etwas essen. Ach, Leute, ey, der Abschied von Piqué, ey, der hat mich gerade gekillt emotional. Was ein Fußballspieler das war. Boah, ich habe auch seine ganze Karriere quasi bei Barca komplett gesehen. Jason schreibt, als Madrid-Fan, ich hatte Tränen. Eine Legende verlässt den Fußball. Die letzten Mal, als ich in London war, habe ich euch immer nur die Stadt tagsüber gezeigt. Aber heute spazieren wir auch nachts hier ein bisschen durch. Es ist schon fast 0 Uhr, aber die Stadt lebt wie keine andere. Die sind natürlich ganz bekannt hier und das ist der Beginn der berühmtesten Brücke hier. Absolut insane einfach nur. Wie geil sieht das bitte hier am Abend aus. Wir gehen jetzt hier hinunter. Es wird auch morgen echt geil, weil Aubameyang spielt einfach gegen seinen Ex-Verein. Wird für ihn, glaube ich, auch eine ungewohnte Situation sein. Alright, hier sitzen auf jeden Fall auch noch Leute und essen. Da ist auch noch ein Restaurant, da sieht es auch sehr fein aus. Boah, Digga, wie krank, oh mein Gott. Tschüss, es hat sich noch so gelohnt herzukommen. Ich habe das selber noch nie so gesehen. Die haben ja gar keinen Bock schlafen zu gehen. Schwimme ich hier noch ganz entspannt entlang. Ich krieg gerade wirklich nicht genug von diesem Anblick, ne? Wer hätte gedacht am Anfang der Saison, dass Arsenals gute Form so lange anhalten wird? Sie sind aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, Freunde, hinter Man City, aber mit einem Spiel weniger. Das heißt, wenn sie gegen Chelsea gewinnen, springen sie wieder in die Tabellenspitze. Extrem wichtiges Spiel noch im Endspurt vor der WM. City, by the way, hat gestern, wenn ihr das Video seht, noch einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Und wer natürlich hat das Tor geschossen? Na claro, Erling Haaland mit seinem 18. Tor in 12 Spielen, glaube ich. Aber echt krass, was Mikel Arteta aus dieser jungen Truppe geformt hat mit Gabriel Jesus, Sacker. Macht extrem Laune, den Gunners zuzugucken und definitiv ein Kandidat für den Premier League-Titel. Hier ist gerade einfach ein Militärschiff am Start. Das erinnert mich voll an eine Call of Duty-Karte von COD 4. Ich hoffe echt, ich werde nicht krank. Ne? Ich laufe die ganze Zeit im Regen. Da drüben ist auch noch ein Wahrzeichen von London. So wollte ich am liebsten auch in den Arm genommen werden, nachdem Barca in die Europa League geschossen wurde. Ich sag's euch, hier sind so viele abgefahrene Hochhäuser. Guckt euch das mal an. London ist halt voll die Kombination aus so traditionellen englischen Häusern und dann halt diese kompletten modernen. Das ist nochmal das perfekte Beispiel, dieser The Shard Skyscraper, so spitz da oben. Wäre eigentlich geil, nachher mit so einem Doppeldecker nach Hause zu fahren oder die Metro zu nehmen. Ich sag's euch ehrlich, London um diese Uhrzeit, Freunde, wenn man alleine unterwegs ist, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch schon ziemlich kriminell, die Stadt. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne ein kostenloses Abo da, Freunde, um die nächsten Vlogs zu verpassen. Ich habe übrigens auch im November geplant, Eli zu besuchen und viele Sportstadion-Vlogs zu machen. Ich werde euch schon mal drauf freuen. Guckt euch mal auch diese Gasse da an. Mit dem Graffiti, mit den LEDs. Krass, bei dieser Pizzeria, da stehen einfach sogar Türsteher davor. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich schnapp mir einfach einen Döner. Es riecht endgut hier. Mal sehen, was der kann in England. I would like one chicken Döner, please. Ach man, der hat mich falsch verstanden. Ich wollte es eigentlich in die Hand haben und nicht separiert. Egal, testen wir mal das Fleisch.
7 von 10. Das ist okay. Bevor es weitergeht, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Das heutige Video ist gesponsert von AMD. Die haben vor kurzem ihre neuen Gaming-Prozessoren rausgebracht, und zwar die AMD Ryzen 7000er Serie. Ich werde zu Hause in Deutschland bei meiner Homestation auch mit so einem Prozessor ausgestattet und ich freue mich echt damit, demnächst Warzone 2 zu zocken, Freunde. Und damit dann auch mal Videos für euch zu schneiden. Ihr wisst ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass da immer alles picobello läuft. Und wenn ihr euch demnächst ein PC zusammenstellen möchtet, wisst ihr, auf welchen Prozessor ihr zurückgreifen könnt. Ihr könnt zwischen 6 und bis zu 16 Kernen auswählen. Die neuesten Prozessoren von AMD laufen auch auf den brandneuen Mainboards mit AM5-Sockel. Das ist das Herzstück eures PCs und damit seid ihr, was Performance angeht, wirklich extrem gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Ich zeige euch jetzt hier noch eine Grafik im Vergleich zur alten Prozessoren-Generation. Das ist hier in grau abgebildeter Balken und das neue in orange. Zum Beispiel bei Shadow of War habt ihr bis zu 34% bessere Leistung, Formula 1 36% und bei Rainbow Six Siege sogar bis zu 40%. Das sind Weltenunterschied und ihr könnt die Prozessoren und die Mainboards auf allen möglichen Web-Online-Shops erwerben, wie mindfactory.de, Alternate, Notebooks Billiger, Mediamarkt oder Amazon. Aber ich verlinke es euch sowieso auch nochmal oben in der Videobeschreibung, Freunde. Vielen, vielen Dank an das AMD-Team für die geile Kooperation und jetzt vamos! Guten Morgen, Freunde. Ich habe wunderbar geschlafen in diesem bequemen Bett. Aber guckt mal, es regnet einfach bis jetzt immer noch durch. Richtig madig, deswegen gehen wir direkt zum Spiel. Irgendwie habe ich Angst vor manchen Häusern hier. Guck mal, wie so ein Hexenhaus sieht es aus. Da könnte ich niemals wohnen. Lol, was kommt denn da für ein Rauch raus? Hä? Ist das die Klimaanlage oder was? Oder wohnt da tatsächlich eine Hexe und beschwört gerade irgendeinen Zauber? Boah, All Black Bentley. Ich finde es echt krass, wie viele Aston Martins und Bentley man in London sieht. Klar, es sind englische Marken, aber trotzdem natürlich extrem teuer. Aber hier haben natürlich auch sehr viele Leute Geld, ne? Das Viertel heißt sogar etwas mit The Royal, Kensington and Chelsea. Direkt der nächste SL am Start, Taycan. Den hat er aber schon ordentlich tief gelegt. Da noch ein SL. Läuft bei denen allen. Das sieht schon nice aus. Boah, das ist ein geiler Eingang zur Tür. Der Defender ist aber auch böse. Die Autos baden hier quasi schon an der Ampel im Wasser. Also mehr englisches Wetter geht heute nicht. Der heutige Match-Schal ist eigentlich Pflicht. For me one time the match scarf. £15. Yeah. So langsam bin ich aber jetzt ready. Wir sind nur noch wenige Meter entfernt. The Pride of London. Und dahinter befindet sich auch schon die legendäre Stamford Bridge. Man sieht es ein bisschen. Da ist der neue Mann Raheem Sterling. Habe ich in dem Trikot noch nicht live gesehen. Also stimmungstechnisch bisher ist es hier komplett ruhig vom Stadion. Kann natürlich auch am Regen liegen, dass die Leute einfach nur so schnell wie möglich rein wollen. Aber ja, bisher schreit hier niemand rum oder so. I'm from Germany. Can I ask you for your prediction for a YouTube video? Today it's gonna be 3-0 to Arsenal. How long are you already Arsenal fan? All my life. Nice. Okay, good luck here. Yeah? Ich glaube, Arsenal wird das heute 2-1 gewinnen. Aber natürlich schlägt mein Herz ein wenig mehr für Chelsea, Freunde, weil ich Habibi Kai Havertz natürlich immer supporte. Ein Zuschauer getroffen, wie heißt du? Mehmet. Chelsea oder Arsenal-Fan? Arsenal-Fan. Und, was sagst du? Ich darf nicht so laut sagen, glaube ich. Na, ach Digga, ist doch voll ruhig hier. Also für ein Derby, ganz ehrlich, ist entspannt. 2-1 für Arsenal. Okay, ZX. Viel Spaß, gell? Chelsea is gonna win 3-1. 3-1 and you? 1-0 Chelsea. Was geht ab, Jungs? Geht ihr auch zum Spiel? Wir gehen Tottenham Liverpool spielen. Ach, ihr geht am Nachmittag auf ein anderes Spiel. Ja, aber läuft auch cool. Das ist die Hauptansicht hier. Oh yeah, let's go. Chelsea will win. Yeah. Nice. Next home game, Chelsea vs Arsenal, natürlich sold out. Und der Countdown läuft, in einer Stunde 40 Minuten geht's los. Ich habe Kai nochmal viel Glück gewünscht, der schreibt, danke, Bre. Ich hoffe aber, er verletzt sich auf gar keinen Fall heute beim Spiel, so wie Timo Werner, Freunde, beim letzten. Ist echt bitter, dass er für die WM ausfällt. Sogar Messi ist aktuell leicht angeschlagen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob er sich einfach nur noch schonen möchte. Gestern hat sich auch Alphonso Davies ein Faserriss zugezogen. Das ist echt richtig scheiße, ey. Ich würde es ihm so gönnen, für sein Land, für Kanada aufzulaufen bei der WM. Ashley Cole, war das ein geiler Verteidiger aber auch. Ronaldo meinte mal in einem Interview, das war sein allerhärtester Gegenspieler. Da hängt natürlich auch direkt ein Bild vom Finale der Horn. Darauf sind sie hier natürlich sehr, sehr stolz. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich hier rein. Hey, das ist hier so entspannt, Digga. Es ist kaum jemand da. Und ich bin eigentlich jetzt nicht extrem spät dran. Enter. Oh, Digga. So gespannt auf meine Plätze. Ich konnte im Internet gar nicht gucken, wo genau die sind, sondern einfach nur den Block auswählen. 52. Row H. Thank you. Oh, er begleitet mich. Jawohl, wir sind nicht unter diesem Dach. Oh mein Gott, wie geil, Leute. Boah, krank. Wie nah sind wir bitte hier wieder am Rasen? Digga, guckt euch das mal an. Das ist der absolute Wahnsinn. Das gibt's nur in England. Der Mann bereitet gerade auch schon das Warm-up vor. Boah, das wird so eine krasse Stimmung sein, Freunde, weil wir direkt neben den Gunners-Fans sind. Brutal, ich freue mich so sehr. Okay, wir holen uns erstmal etwas zu essen. Ich muss etwas frühstücken. Nach englischer Zeit beginnt das Spiel hier um 12 Uhr mittags. Das sieht doch nach einem nicen Snack aus.
Hier so Früchte oder was? Can I just take it? Yeah? Don't have to buy it. Hä, gibt's hier einfach Früchte umsonst? Wie cool. Ja, dann nehme ich doch zwei mit, Digga. Auf ganz frech, Freunde. Okay, komm. Mal sehen, was sie können. Auf jeden Fall sehr frisch. Oh, ich glaube, ich hole mal sogar noch ein drittes, wenn es nicht zu frech ist. Wollt ihr mich eigentlich trollen, als ob ich wirklich hier stehen kann und den Spielern von hier aus beim Aufwärmen zugucken kann? Digga, ich kann fast schon einklatschen mit denen oder direkt hier beim Fernsehinterview mitmachen. Das ist so abgefahren hier. Wenn ich mich anstrenge, Leute, könnte ich echt den Rasen da berühren. Das ist der Stadionsprecher, der sagt gerade schon die Aufstellung auf. Yeah. Die Einlaufkinder bereiten sich auch schon vor. So süß der kleine. Arsenal kommt rein, Ødegaard direkt ganz vorne. Chaka, Gabriel Jesus, Leute! Chucho Reya, der hat auch Ex-Barca-Vergangenheit. Und Kai Brudi, was geht ab? Ich könnte locker hier drüber steigen und zu denen rennen, gell? Hier sind nicht mal Securities. Jetzt sind sie aber direkt vor uns. Boah. Gabriel Jesus. Die zocken jetzt einfach Eckchen. Ich kann schon fast in die Mitte gehen, Digga, damit die mich ausspielen. Ja, da muss der Ball hin, da muss der Ball hin. Ja, genau so, habe ich auch gesehen. Also jetzt mal Real Talk, ich glaube, so nah waren wir noch nie dran, weil natürlich auch das Stadion so gebaut ist. Und Ødegaard. Bam. Macht das Spaß, hier zuzugucken? Wenn ich jetzt den Ball komplett in die Fresse bekomme, das wäre zu witzig, wenn ich auf Kamera wäre. Während ich versuche, Thumbnail zu machen. Glaubt ihr, das merken die, wenn ich mich einfach auf Sneaky auf die Ersatzbank hocke? Ein Zuschauer schreit von oben. Anton, Anton, seine Prediction fürs Spiel, 4:1. Geil, Digga, geil. Ich blende euch mal ein Bild ein von der Londoner Karte, dann seht ihr mal, wo welcher Premier League-Verein in der Stadt liegt. Wir haben echt eine Menge hier. Aubameyang als allerletzter, davor Sterling und Kai als drittletzter. Das Stadion hat sich aber echt sehr, sehr spät erst komplett gefüllt. Also jetzt geht es eigentlich erst los mit der Atmosphäre. Das sind die Auswärtsfans. Leute! Digga, einfach vor mir genau zuschauen. Was geht, Jungs? Alles klar? Servus. Ah! Das. Ey, brutal, wie nah man am Rasen ist, gell? Geistkrank. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Wie krass sind bitte die Arsenal-Fans? Saka auf rechts. Chucho Reya vorbei, ja. Schiri die Entscheidung auf Freistoß. Aubameyang, ja, wird natürlich sofort wieder ausgepfiffen. Erster Ballkontakt für ihn. Komm, Kai, pressen, pressen. Oh, der ging durch die Beine. Eckball, Arsenal. Arsenal. Einwurf genau vor uns. Gefährlich. 1-0. Was? Erste riesige Chance für die Gunners. Das muss eigentlich die Führung sein. Flanke jetzt. Nee. Immer noch heiß. Chucho Reya. Am 16er auf Havertz. Nee, komm nicht dran. Ich schwöre, man ist so nah dran. Ich hätte am liebsten selber den Ball angenommen und reingeflankt. Sterling mit der Flanke. Boah, Digga. Boah, Leute, es fühlt sich so an, als ob ich gerade mitspielen würde, ey, weil wir so mittendrin sind, statt nur dabei. Bisher dominiert Arsenal das Spiel. Lassen den Ball gut laufen. Saka nun auf der rechten Seite wieder. Oh, der vertändelte Ball. Das kann sehr, sehr kläglich sein. Tor. Oh, was ein Block. Das Platz auf der linken Seite. Kai. Geht's als Gewalt, Brudi. Legt ab. Oh, auch heute abgeblockt.
Havertz wieder. Zieh, Junge. Oh, rutscht aus. Scheiße, ja, es hat so viel geregnet. Gut erobert, Mount. Kein Foul, kein... Ey, das war safe Ball gespielt. Guter Antritt von Thiago Silva. Boah. Fuck off, Arsenal! Der Mann hat gerade so laut das Backboard gegen Arsenal gesagt. Sterling, weiter auf Kai. Ja! Boah, ich dachte schon, Aubameyang tut noch seinen Fuß hinhalten. Und Saka gegen Chuchureya. Ja, macht er gut. Ja, vorher jetzt. Schick ihn. Oh, Mann! Die Arsenal-Fans haben gerade immer geschrieben, yo, support is fucking shit. Ich muss auch ehrlich sagen, die Chelsea-Fans sind relativ leise. Also einmal haben sie halt irgendwie Champions of Europe gesungen und dann zwei, dreimal noch so Chelsea. Aber sonst echt gar nichts. Ödegaard, oh, jetzt ist mal Platz da für Saka. Okay, ja, das ist faul, das ist eigentlich auch eine gelbe Karte. Was? Er lässt weiterlaufen. Das ist natürlich krass. Was ist da jetzt passiert? Okay, jetzt ist es laut. Halbzeit 0-0, Arsenal ist die bessere Mannschaft. Die Chelsea-Offensive ist teilweise komplett unsichtbar. Jason Mount ist kaum zu sehen. Aubameyang ebenso wenig. Also da ist sehr viel Luft nach oben in Halbzeit 2. Ich hole mir jetzt erstmal Chicken mit Pommes. For me please, the chicken strips and chips. Mmm, lecker. Ja, maximal eine 5 von 10. Oi, 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 das ist doch eine gelbe Karte, oder? Was? Er zeigt nicht den Karton. Zweitwechsel. Ja! Oh, Mondi, starke Faustabwehr. Ödegaard. Also so langsam müssen sie eine Chance verwerfen, weil sonst machen die bloß auf der anderen Seite einen rein. Ist immer so. Gute Drehung von Raheem Sterling, aber Hintermann. Ah, das sagt ihm aber auch niemand. Das ist schwach. Wird unter Druck gesetzt, bleibt immer noch am Ball. Alles. Der Zuschauer hat ihn aber den Ball wieder reingeworfen. Zinchenko, der Frechplatz hat sich mal mit Messi angelegt, das weiß ich noch. Habe ich mir gemerkt. Ich habe aber das Gefühl, es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Gunners hier in Führung gehen. Ich hab's doch gesagt. 1-0. Ist natürlich absolut verdient, Freunde, und ich bin jetzt echt gespannt auf die Reaktion der Blues, ob sie auf den Ausgleich pushen werden oder ob sie jetzt hier 2-3-0 untergehen. Weil da kommen ja noch viel zu wenig von denen. Arsenal ist hier viel, viel besser. Die Stimmung ist zu krass neben denen. Fucking enemy Chelsea! What's the matter with you? Clear it when you get a chance, you fucking! Er ist so am Ausrasten, aber kann ich auch verstehen. Die Arsenal-Fans singen auch alle, alle, alle. Jetzt wird's gefährlich, Gabriel Jesus mit Platz. Zieht am ersten vorbei, am zweiten vorbei, passt auch nach rechts. Oh mein Gott, Alter. Oh, wie kann er den noch drüber setzen, Ödegaard? Das war die Riesenchance zur Vorzeigenentscheidung. Guter Ball, Martinelli. Schüttet aus allen Eimern. Chelsea fällt einfach nichts mehr ein hier in der Schussphase. Hab ich jetzt nochmal hier vorgesneakt. Oh, Digga, wie nah sind wir dran? Ich dreh durch. Oh, lass mal das ab. Komm. Ah. Knapp, Jesus. Moin, Digga. Spiel ist aus, Leute. Spieler feiern mit ihrer Kurve. Sind wieder zurück an der Tabellenspitze. Glückwunsch! War extrem geil, hier dabei zu sein, wirklich. Oh, meine Hände, eiskalt, ne? Ja, Fabi. Lasst einen Daumen nach oben, da haut rein und ciao!